Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5 Minuten Raw Challenge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute bearbeite ich wieder zwei Bilder völlig spontan in nur 5 Minuten und nur in Lightroom. Wenn du auch mitmachen willst, dann kannst du unten in der Infobox nochmal gucken, da steht alles weitere drin, wie du mir die Bilder zukommen lassen kannst. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir hier gleich mit meinen zwei Bildern starten, beziehungsweise mit euren zwei Bildern. Und das erste Bild ist von dem Philipp und ja, ein sehr cooles Bild, eine sehr coole Makroaufnahme. Ich blende mal ganz kurz hier ein, wie das Bild aufgenommen wurde mit einer 200stel Sekunde bei einer Blende 8 und ISO 3200. Ja, also eine sehr schöne Makroaufnahme hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit der Bearbeitung. Meine 5 Minuten laufen ab jetzt. So. Ich werde auf jeden Fall mal die Tiefe noch ein kleines Stück anheben hier und auch die Lichter werde ich ein kleines Stück anheben, um einfach das Ganze noch ein bisschen mehr zu betonen. Dann auf jeden Fall ein bisschen Kontrast reingeben und mit gedrückter Alt-Taste werde ich natürlich wieder meine Schwarz- und Weiß-Werte noch setzen, einfach um das Histogramm hier wieder nach links und nach rechts wirklich an den Rand zu bringen, um hier einfach den größtmöglichen Kontrast zu haben, den wir haben können. So sieht das Ganze schon sehr, sehr cool aus. Jetzt haben wir natürlich auch extrem viel Sättigung in das Bild bekommen durch diese Kontraststeigerung. Und dem möchte ich jetzt ein bisschen entgegenwirken, indem ich hier einfach die Sättigung wieder ein Stück runtersetze. Okay, perfekt. Dann werde ich die Klarheit noch ein bisschen erhöhen, um hier noch ein bisschen die Mikrokontraste anzuheben. Ja, das gefällt mir auch schon sehr, sehr gut. Und so können wir das lassen. Dann möchte ich weitergehen und das Bild auf jeden Fall erstmal schärfen. Ja, also hier wieder mein Grundbetrag von 80. Das ist ja so meine Standardformel, die du auch kennen solltest, wenn du den Kanal schon länger verfolgst. Und mit gedrückter Alt-Taste werde ich jetzt alles hier wieder ausmaskieren, was nicht im Vordergrund ist, was hier alles unscharf ist. Das muss ja nicht mitgeschärft werden. Ja. Und dann werde ich auf jeden Fall die Profilkorrektur noch aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Ja, das bringt hier gar nichts, aber man sollte es trotzdem immer aktivieren. Jetzt gucke ich mal ISO 3200. Wie das mit dem Rauschen aussieht, das ist eigentlich ein sehr gutes Rauschverhalten hier. Man kann so ein bisschen Rauschreduzierung noch mit reingeben. Ich denke mal, hier so ein Wert von 25 ungefähr ist ganz gut. Dadurch kann man das Rauschen noch so ein bisschen beseitigen. Aber wie gesagt, mich stört es hier gar nicht so sehr in dem Bild, weil es halt eine coole Makroaufnahme ist und hier kann einfach so ein bisschen Körnung mit drin sein, ohne dass es störend wirkt. Ja? Dann werde ich auf jeden Fall hier noch eine kleine Vignette um das Bild setzen, um den Betrachter noch so ein bisschen mehr in die Mitte zu locken. Und wo wir jetzt gerade bei der Mitte sind, das Objekt ist halt einfach ein bisschen zu sehr mittig fotografiert worden. Ja? Und ich bin eher immer so ein Freund davon, die Drittelregel hier ins Spiel zu bringen. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt hier mal noch so ein bisschen zuschneiden. Mit gedrückter Shift-Taste behalte ich die Seitenverhältnisse bei. Und ich werde das jetzt hier von der rechten Seite machen. Erstens, weil dieser Stein, und ich denke mal, dass es ein Stein ist, worauf das Insekt hier sitzt, der ist halt insgesamt ein bisschen zu groß für mich. Und außerdem ist die Blickrichtung auch nach links. Und man sollte immer die Blickrichtung ins Bild setzen. Ja, und deswegen hat man hier auf jeden Fall dann noch ein bisschen Platz, wo das Insekt hinguckt. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt wirkt es einfach ein bisschen besser fürs Auge vom Betrachter. Okay, perfekt. Dann werde ich mal gucken, was der Dunst-Entfernregler hier noch bringt. Ja, so ein bisschen Kontrast bringt er auch noch mit rein. Gefällt mir sehr gut. Und dann kann man mal in die Kamerakalibrierung noch reingucken, was zum Beispiel Camera Landscape hier macht. Ja, das wirkt jetzt schon ein bisschen sehr rot alles, aber noch ein bisschen kontrastreicher. Und das Rot werde ich jetzt hier einfach wieder ein Stück rausnehmen, hier in der Sättigung, in der HSL-Tabelle. Und insgesamt kann man das ja auch noch ein bisschen weiter wieder Richtung Orange drehen. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Dann werde ich auf jeden Fall noch so einen kleinen Verlaufsfilter mal setzen, mit ein bisschen negativer Belichtung, einfach auch hier von oben und unten nochmal bringen. Ich drücke dabei wieder die Shift-Taste, um den Verlauf wirklich komplett gerade hinzukriegen, von oben und von unten. Jetzt hat man einfach noch mehr den Blick Richtung Bildmitte gelenkt. Ja? Und jetzt kann man noch probieren, hier einfach mal so einen Pinsel zu nehmen, mit ein bisschen Belichtung. Ja, ich denke mal hier so 0,4 ist in Ordnung. Und jetzt kann man hier einfach noch ein bisschen so über das Insekt drüber malen, einfach um das noch ein bisschen mehr zu betonen. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Vielleicht nehme ich die Belichtung sogar noch ein Stück wieder zurück. Also hier 0,3 könnte auch schon ausreichen. Ja,
definitiv. Man darf es auf keinen Fall immer übertreiben mit der Bearbeitung. Da reichen oft schon Nuancen aus. So, ich werde in der Gradationskurve hier noch so ein bisschen mehr Kontrast reinbringen, so ein bisschen die Tiefen noch abdunkeln und so ein ganz bisschen die Lichter wieder aufhellen. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und die Sättigung kann vielleicht noch ein kleines Stück weiter raus. Perfekt. Jetzt ist das ganze Bild fast schon ein bisschen zu dunkel geraten, deswegen steuere ich so ein ganz bisschen noch nach. Ich denke hier so mit 0,2 Blendenstufen ist das okay. So, jetzt habe ich sowieso nur noch 10 Sekunden Zeit. Ich denke mal, dass das soweit hier in Ordnung ist. In der Kamerakalibrierung stimmt soweit auch alles. Ich denke mal, dass ich in den 5 Minuten jetzt doch ganz gut fertig geworden bin eigentlich mit dem Foto, so wie ich mir das vorgestellt habe. Perfekt. Das ist jetzt meine Bearbeitung nach 5 Minuten. Relativ spontan alles gemacht, aber vielleicht konntest du ja da ein bisschen was rausziehen, Philipp, und ihr anderen auch. Okay, gehen wir gleich zum zweiten Bild über. Verschwenden wir gar keine Zeit. Das ist eine sehr schöne Nachtaufnahme. Und die hat uns der Daniel zugeschickt. Daniel, danke an dieser Stelle für das Bild. Es ist natürlich jetzt sehr, sehr dunkel, ja, aber ich denke, da können wir trotzdem noch eine ganze Menge rausholen und meine Zeit läuft ab jetzt. So, ich werde hier auf jeden Fall das ganze Bild mal insgesamt erstmal etwas aufhellen. Ich denke mal, so 1,2 Blendenstufen kann man hier durchaus machen. Dadurch haben wir wieder ein bisschen mehr Zeichnung auch im Himmel drin und die Tiefen können wir insgesamt auch noch hier auf ungefähr 70 aufhellen. Perfekt. Die Lichter werde ich ein bisschen abdunkeln. Die sind mir einfach jetzt hier ein bisschen zu überstrahlt, nachdem wir die Belichtung nach oben gesetzt haben. Ich denke mal, das ganze Foto wurde auch so belichtet, dass wir noch genug Details in den Lichtern drin haben. Also das ist auf jeden Fall richtig gemacht worden. Jetzt muss man halt immer nur gucken, dass man auch noch die Tiefen genug wieder aufhellen kann, um das Ganze wirklich noch gut aussehen zu lassen. Aber ich denke mal, das sieht hier schon noch sehr, sehr gut aus. Was mich jetzt noch hier so ein bisschen stört, ist, dass das Wasser hier unten relativ orange ist. Und da werde ich jetzt einfach mal so einen Verlaufsfilter nehmen und das Ganze hier also ein ganz kleines bisschen abdunkeln und auch eine ganze Menge Blau hier noch mit dazugeben. Und mit gedrückter Shift-Taste werde ich jetzt hier wieder einen geraden Verlauf ziehen. Und damit haben wir hier das Ganze unten wesentlich mehr ins Blau gezogen, was mir doch sehr, sehr viel besser gefällt. Einfach weil ja dadurch die Spiegelung im Wasser auch noch ein bisschen cooler rüberkommt. Ja. Wir haben hier wirklich eine schöne, perfekte Spiegelung im Wasser. Und die sollte man natürlich auch ausnutzen. So, jetzt haben wir hier noch einige Reflexionen, denke ich mal, sind das. Ich weiß nicht, ob du vielleicht durchs Glas fotografiert hast oder durch ein Fenster oder irgendwoher müssen diese Reflexionen halt kommen. Die würde ich jetzt halt auch auf jeden Fall noch wegmachen. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt hier alle wegmachen kann, aber einfach mal kurz zeigen, was man hier machen kann. Also diese einzelnen Punkte würde ich auf jeden Fall hier entfernen. Aber in diesen 5 Minuten kriege ich jetzt halt nicht alles weg, ne? Aber einfach, dass du mal eine Idee hast, die würde ich hier auf jeden Fall wegmachen. Du kannst ja auch die Maustaste gedrückt halten, dann kannst du hier größere Bereiche auswählen und diese dann auf einmal entfernen. So, aber wie gesagt, das soll jetzt hier nur mal erstmal so ein kleines Beispiel gewesen sein. Na, hier oben kann man das vielleicht nochmal kurz wegmachen, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht lange Zeit dafür habe. Ich habe ja nur für die 5 Minuten und da kümmere ich mich lieber noch um ein paar andere Geschichten. Deswegen drücke ich jetzt hier einfach mal erstmal auf Fertig und zoome nochmal aus dem Bild hinaus. Ich werde auf jeden Fall hier die Klarheit noch ein bisschen anheben, um noch ein bisschen Mikrokontrast reinzubringen. Insgesamt noch ein bisschen Kontrast rein. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch die Weißwerte mit gedrückter Alt-Taste hier wieder einstellen und auch die Schwarzwerte. Ja? Ganz wichtig, dass man hier immer schön Kontrast hat. Perfekt, so gefällt mir das schon ganz gut. Insgesamt ist das Bild auch sehr, sehr gesättigt. Deswegen gibt es hier auch ein bisschen Minus-Sättigung in das Ganze. Und das Blau insgesamt ist natürlich auch sehr stark gesättigt. Und deswegen werde ich hier mal in die HSL-Tabelle reingehen und jetzt mal nur das Blau von der Sättigung doch schon sehr stark abschwächen. Ja, also ich gehe jetzt hier mal auf so minus 36 kann man schon durchaus machen. Ich werde auch den Farbton insgesamt so ein bisschen, ein ganz bisschen mehr Richtung Aquamarin ziehen. Das gefällt mir einfach ein bisschen besser, wenn das Blau nicht ganz so gesättigt ist. Und die Luminanz, also die Helligkeit von dem Blau, können wir vielleicht sogar noch ein Stück anheben. Ja, so auf plus 37 gefällt mir auch ganz gut. So, dann wird das ganze Bild natürlich geschärft. Ich habe hier wieder meinen Standardwert von 80 und mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze wieder ausmaskieren, so dass wirklich nur die Kanten geschärft werden. Perfekt.
Und dann muss hier natürlich die Rauschreduzierung aktiviert werden, weil das Bild rauscht natürlich schon sehr, sehr stark. Und ich werde hier mal so eine Rauschreduzierung von 40, denke ich mal, kann man hier schon machen. Und dementsprechend haben wir damit das Rauschen auch schon sehr gut reduziert. Profilkorrekturen werde ich aktivieren, chromatische Aberrationen werde ich entfernen. Auch das alles cool. Dann werde ich hier so eine ganz kleine Vignette einbauen, ungefähr minus 13. Gefällt mir so auch schon ganz gut. Ein bisschen Dunst entfernen kann man hier auch noch reinbringen, um ein bisschen mehr Kontrast noch reinzubringen. Ja, das gefällt mir alles schon soweit ganz gut. Ich werde vielleicht insgesamt das Bild noch ein Stück anheben, indem ich hier einfach nochmal die Gradationskurve ein Stück anhebe. Und ansonsten gefällt mir das Bild so schon nicht schlecht. Wie gesagt, man kann jetzt diese ganzen Reflexionen noch rausmachen, aber die Zeit habe ich jetzt einfach nicht mehr dafür. Da müsste man sich dann schon noch ein bisschen mehr Zeit finden. Ja, also in diesen 5 Minuten werde ich das jetzt einfach nicht mehr schaffen. Genauso gut würde ich hier unten auf jeden Fall den Fleck noch wegnehmen. Das kann man ja vielleicht noch schnell machen. Die paar Sekunden habe ich jetzt noch, diesen Fleck hier wegzunehmen. Denn der stört auch doch noch ziemlich doll. Aber ansonsten denke ich mal, ja, das ist so meine Bearbeitung jetzt auf die Schnelle in den 5 Minuten. Und ich klicke jetzt hier auf Fertig und meine 5 Minuten sind auch genau jetzt abgelaufen. Und ja, Daniel, das war meine Bearbeitung zu deinem Foto. Ich hoffe, du konntest da auch ein bisschen was rausziehen. Ich hoffe, ihr anderen natürlich auch. Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt von diesem Format, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Mich würde wirklich interessieren, ob das bei euch ankommt. Und wenn ihr selber noch Bilder mir einschicken wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, gerne tun. Ich habe noch eine ganze Menge Bilder hier auch von euch, die noch bearbeitet werden müssen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten viel Spaß beim Bearbeiten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin nur das Beste für dich. Ciao.